Der X-Technik Videocast. Smarte Produktion. Passend zu den Miltern Dreh-, Bohr- und Fräszentren bietet WFL verschiedenste Softwareprodukte für die einfache Programmierung komplexer Bearbeitungsaufgaben, zur 3D-Simulation oder zur effektiven Kollisionsvermeidung an. Mehr dazu hat uns Peter Oswald, verantwortlich für den Bereich Steuerungstechnik, während des WFL Technologie-Meetings 2024 verraten. Seien Sie gespannt. Herr Oswald, würden Sie sich bitte kurz vorstellen? Also ich bin Softwareentwickler bei WFL. Wir sind eine mittelgroße Abteilung bei uns. Wir arbeiten mit externen Partnern zusammen. Langjährigen Partnern, mit dem begonnen hat das alles mit der Einführung von CrashCard, ein Echtzeitkollisionssystem, Vermeidungssystem. Mittlerweile ist es eine sehr gute Partnerschaft. Da darf ich eigentlich täglich mein Wissen einbringen und lerne auch ständig dazu. Und das ist eigentlich eine tolle Herausforderung und spannende Tätigkeit bei WFL. Warum nimmt die Digitalisierung bei WFL einen solch hohen Stellenwert ein? Also die Digitalisierung ist immer wichtiger, immer stärker werdender Faktor, jetzt auch für unsere Kunden. Wir von WFL selbst haben uns schon länger damit beschäftigt, mit der Maschinendatenaufzeichnung oder auch mit der Simulation von Bearbeitungsprogrammen. Wir sehen einfach verstärkt, dass das auch bei unseren Kunden Einzug nimmt und dass speziell die Maschinendaten auch immer mehr Wert, einen höheren Wert für die Kunden darstellt. Also dass das immer wichtiger wird und dass unsere Kunden natürlich solche Produkte auch gerne anfordern von uns. Wir haben uns dann auch überlegt, was können wir da machen, damit wir unseren Kunden diese Daten auch zur Verfügung stellen beziehungsweise auch Softwarelösungen darauf aufbauen. Wie kann man sich das genau vorstellen? Programmiert ihr selbst? Es ist in der Tat so, dass wir auch selber noch Programmänderungen vornehmen. Das ist auch der Vorteil bei den Softwarelösungen von WFL. Wir können quasi ad hoc, wenn ein Kunde eine Änderung oder eine Anfrage hat, beziehungsweise auch wenn wo mal ein Fehler festgestellt wird, können wir darauf reagieren. Wir haben das selber in der Hand und das ist eigentlich ein großer Vorteil. Welche Features, welche Tools bietet WFL den Kunden an? Wie schon gesagt, also es gibt Softwareanwendungen, die direkt auf der Maschine laufen, die Prozess- bzw. produktionsunterstützend sind. Aber mittlerweile auch das im Zuge der Digitalisierung auch rund um den Bearbeitungsprozess herum, also in der Vorbereitung als auch in der Nachbetrachtung, also wo es Optimierungsbedarf gibt, bieten wir Softwarelösungen an. Also komplett, wir sind nicht nur ein komplett Bearbeiter, sondern auch ein kompletter Anbieter von Software mittlerweile geworden. Welche Neuheiten stellt WFL auf dem Technologie-Meeting vor? Also wir stellen vor natürlich unsere neue Produktlinie MyWFL. Man sieht es auch hier, das MyWFL Cockpit. Das umfasst Softwarelösungen, die sich mit den Maschinendaten beschäftigen, beziehungsweise wo Auswertungen und Zustände der Maschine ständig überprüft und analysiert werden können. Es ist einfach ein Potenzial, es steckt da viel Potenzial zur Optimierung der Maschinenauslastung drinnen. Neben dieser neuen Produktreihe stellen wir auch unser altbewährtes CrashCard Studio Simulationssoftware hier an der Software-Ecke vor. Und wir zeigen auch unsere neueste Programmierlösung ScrewCam für Plastifizierschnecken, zur Herstellung von Plastifizierschnecken. An den Maschinen zeigen wir neben unserem Echtzeit-Kollisionsvermeidungssystem CrashCard auch noch das iControl. Eine Besonderheit beim iControl ist, dass da externe Sensoren eingebunden werden können. Und das zeigen wir zum Beispiel auch an der M80 Miltern, wo eine sensorische Bohrstange von der Firma Sandvik integriert wurde ins iControl. Und diese Sensorsignale können dann dort auch verarbeitet werden. Welche Vorteile bringt die iControl im Speziellen für den Anwender? iControl ist wirklich zur Erhöhung der Prozesssicherheit, auch um den Prozess nicht nur sicher zu gestalten, sondern auch um reagieren zu können bei Werkzeugverschleiß, beziehungsweise auch wenn, sage ich jetzt einmal, irgendein Verhalten an der Maschine oder von mehreren Sensoren darauf hindeuten sollen, dass der Prozess nicht mehr sicher abläuft, damit man da einfach vorzeitig eingreifen kann und nicht erst dann, wenn der Schaden entstanden ist. Werden diese Lösungen vom Kunden angefragt oder zuvor als Idee von WFL entwickelt? Oder handelt es sich um einen gemeinsamen Prozess? Ja, das ist eigentlich immer ein Mix aus beiden. Es ist immer so, dass eine Idee, entweder sie entsteht schon beim Kunden oder bei WFL aufgrund von mehreren Kundenanfragen. Und dann ist es eigentlich in der Regel so, dass WFL einmal eine Lösung erarbeitet
aber die kann immer adaptiert oder muss auch immer adaptiert werden aufgrund von den Kundenanforderungen. Ja. Wir haben ein sehr breites Kundenspektrum, es ist, der Einsatzbereich ist sehr weit gesteckt und dadurch ergibt sich auch immer wieder andere Anforderungen an die Softwarelösungen. Sind die Softwarelösungen dann im Maschinenstandard enthalten oder müssen diese individuell zugekauft werden? Es ist genau diese Individualität unserer Kunden erfordert es auch, dass die Softwarelösungen individuell adaptiert werden können. Und darum sind jetzt der Großteil von den Softwarelösungen, die wir auch hier da zeigen, sind optionale Softwarelösungen. Ja, weil einfach der bunte Mix macht, was dann der Kunde wirklich benötigt. Könnten Sie uns das MyWFL Health Check kurz vorstellen? Also MyWFL Health Check ist ein Zyklus, ein Maschinenzyklus, der die geometrische Korrektheit der Maschine überprüft. Das heißt, der Kunde kann in einem eigens definierten Zeitraum seine Maschine auf geometrische Korrektheit überprüfen, auch wiederholt. Und kann der Vorteil, eigentlich der große Vorteil ist, wenn ich eine geometrische, sage ich jetzt mal, eine geometrische Abweichung feststelle an der Maschine, dann kann ich eigentlich Ausschussteile schon vermeiden, bevor sie entstehen würden. Ja. Können Sie uns einen Einblick geben, womit sich WFL zurzeit befasst und wo die Reise noch hingeht? Aktuell beschäftigen wir uns damit, die Schnittstellen zum Kunden auszubauen, also die Software-Schnittstellen für die Datenverarbeitung. Ein Beispiel dafür ist das MyWFL Reporting Modul. Dabei geht es darum, dass der Kunde automatisierte Reports zur Datenaufzeichnung von Signal- und Zustandsänderungen automatisch abspeichern kann, beziehungsweise zum Beispiel auf einem File-Server im Firmennetzwerk ablegen kann. So ist es zum Beispiel möglich, den Temperaturverlauf der Fressspindellagerung während des Bearbeitungsprogramms oder für die einzelnen Werkstücke aufzuzeichnen. Des Weiteren planen wir im MyWFL Cockpit Neuerungen hinsichtlich der Auswertungen. Also wir haben jetzt eingebaut, also in der neuesten Version haben wir eingebaut sogenannte Top-Listen-Auswertung. Die häufigsten Werkzeuge, die an der Maschine zum Einsatz kommen, sich oder auch die am längst anstehenden Alarme auszuwerten oder in einer Liste anzuzeigen. Dadurch bekommt der Kunde noch einen besseren Überblick über die, sagen wir, Stillstandszeiten oder Problemstellungen an der Maschine. Zusammengefasst kann man sagen, die Softwareabteilung ist genauso an der Wirtschaftlichkeit und Innovativität der Maschinen beteiligt? Ja, genau. Wir versuchen immer am Ball zu bleiben und natürlich den hohen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Und dadurch wird uns sicher die Arbeit nicht so schnell ausgehen.